Die erste englische Woche geht zu Ende. Der BVB reist nach Hoffenheim. Alles dazu jetzt in eurem Feiertagsmagazin. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Ja, in der englischen Woche läuft es wirklich richtig gut. Gegen Frankfurt gewonnen und auch ein Dreier aus Brügge in der Champions League mitgebracht. Und am Wochenende geht es gegen Hoffenheim. Da soll es natürlich so weitergehen. Bei mir ist der Matchwinner der Woche zu Gast. Da freue ich mich riesig drüber. Zudem hat er noch zwei Jubiläen zu feiern. Das 100. Pflichtspiel am 20. Geburtstag. Christian Pulisic beschenkt sich selbst. Seine Karriere, die Summe vieler Superlative. Jüngster US-Amerikaner in der Bundesliga. Jüngster Bundesliga-Profi mit 2 Treffern. Jüngster Nationalspieler. Mann für die letzten Minuten. Pokalsieger. Und das alles mit gerade mal 20 Jahren. Ja, Christian, herzlich willkommen und natürlich nachträglich alles Liebe und Gute zu deinem 20. Geburtstag. Und es ist wahnsinnig, wenn man bedenkt, wie lange du schon bei den Profis mitspielst. Unfassbar. Ihr seid am Dienstag noch in Brügge geblieben. Es sollte laut Michael Zorc noch einen kleinen Kuchen für dich geben. Konntest du deinen Geburtstag noch ein bisschen feiern? Ja, klar, ein bisschen. Also nach dem Sieg können wir ein bisschen feiern. Hatte schöne Kuchen und ja, war sehr schön. Mitten in der Nacht gab es dann auch mal ein Bier? Nein, ich musste auch noch heute trainieren, also das war ein bisschen schwer. Okay. Es war ja auch dein 100. Pflichtspiel für den BVB. Wusstest du das überhaupt? Ja, ich wusste das. Das könnte ich nicht glauben, aber 100 Spiele, das ist sehr viel. Ich bin immer noch jung, aber ich werde alt jetzt mit 20. Ja, ja, genau, du wirst alt. Aber ja. Du wirst doch nicht alt. Es geht schon schnell. Du hast selbst auch mal gesagt, manchmal geht es auch fast ein bisschen zu schnell. Wie schaffst du es trotz alledem so fokussiert zu bleiben? Ja, also das ist alles sehr schnell gegangen, aber ich, für mich ist wichtig, jedes Spiel zu genießen und ja, das ein Spiel nach ein Spiel immer zu nehmen und das ist ja. Aber du hast im Moment, oder ich habe so das Gefühl, so richtig Bock oder richtig Lust, Fußball zu spielen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe 2 Spiele gemacht und dann ein bisschen verletzt und jetzt wieder dabei. Also ich habe richtig Bock im Moment und ich glaube, die Mannschaft auch. Also Champions League ist natürlich immer was Besonderes und ja, das war ein sehr schöner Tag. Jetzt musst du auch eben ein paar kurze Entscheidungen treffen bei unserer Seitenwahl. Ich gebe dir 2 Optionen und du sagst mir einfach, für welche Option du dich entscheiden würdest. Lieber Basketball mit LeBron James oder ein Sprintduell mit Usain Bolt? Ich muss LeBron James sagen. Ja? LeBron, ja. Cool. Der ist mein Lieblingsspieler. Lieber shoppen in New York oder chillen in L.A.? New York. Ja. Lieber Weltmeister oder Champions League-Sieger? Beide, das kann ich nicht sagen. Jetzt blicken wir mal zurück auf das Spiel gegen Frankfurt. Du hast, wie du eben schon gesagt hast, du warst ja angeschlagen. Wo hast du das Spiel verfolgt? Wie verfolgst du das Spiel? Wie nervös bist du? Trittst du auch noch ein bisschen mit? Ich habe es eigentlich gemerkt, dass ich mehr nervös war, als wenn ich auf dem Platz stehe. Das war schwer. Also ich war im Stadion und ja, das war ein guter Spiel. Am Ende war ein Sieg und war gut. Im Mittelpunkt standen gegen die Hessen unsere Neuzugänge. Es war quasi ein Debütantenball. Das 3:1 gegen Frankfurt, Kategorie Arbeitssieg und trotzdem ein Fall für die Geschichtsbücher. Alle Schützen treffen zum ersten Mal für den BVB. Ein absolutes Novum in der schwarz-gelben Bundesliga-Historie.
Mittendrin Paco Alcácer. Unser spanischer Neuzugang darf bei seinem Debüt direkt sein erstes Tor bejubeln. Bueno, al final es una satisfacción muy grande, ¿no? El poder jugar y sobre todo pues poder ayudar con gol, ¿no? Además los delanteros vivimos del gol, ¿no? Y es especialmente bonito pues marcar y ayudar al equipo con goles. Ja, wie Paco Alcácer, so wird er nämlich ausgesprochen, sein Debüt erlebt habt, könnt ihr euch nochmal ausführlich bei BVB TV anschauen. Christian, man hat das Gefühl, dass es zu Saisonstart schon so richtig gut läuft. Wie schätzt du den Start so ein? Ja, also mit einem neuen Trainer und viele neue Spiele. Also ich denke, wir haben das bisher sehr gut gemacht und ja, wir gehen weiter. Du sagtest es, Lucien Favre ist da, ein neuer Trainer. Das bedeutet natürlich für euch auch immer ein bisschen Umstellung. Jeder Trainer macht es ein bisschen anders. Gibt es für dich eine größere Umstellung? Ja, also ich habe ein paar Trainer gehabt bei der BVB. Also ja, ich lerne immer ein bisschen was Neues und jetzt mit dem Trainer auch. Und ja, aber für mich ist das gut. Für einen jungen Spieler mehr zu lernen ist immer gut. Ja, am Samstag geht die Reise nach Hoffenheim und in der Vorsaison hast du hier in unserem schönen, wunderschönen Stadion uns gegen Hoffenheim zum Sieg geschossen. Erinnerst du dich noch dran? Ja, klar. So ein Tor in letzter Minute. Du hast so viele Tore geschossen. Ja, aber das vergisst man nie. Also so vor der Südtribüne letzte Minute Tor, entscheidende Tor zu schießen, ist da ja, ein super Kurz angelupft Gefühl. Und zack. War toll. Ja, genau. Hoffenheim ist eine gute Mannschaft, das wissen wir. Was müsst ihr gegen Hoffenheim richtig machen, um wieder 3 Punkte einzufahren? Ja, also Hoffenheim ist immer eine gute Mannschaft. Also ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Aber wenn wir so weiterspielen, so gut, defensiv stark und ja, wir schießen die Tore im Moment. Also wenn wir so weitermachen, dann gewinnen wir das Spiel. Drücken wir natürlich die Daumen und natürlich mit einem Treffer von Christian. Jetzt kommen wir zum beliebten Zweikampf. Du kennst das schon, du bist ja nicht zum ersten Mal hier. Wir haben aber wieder ein bisschen was verändert. Es gibt jetzt keine Tore und auch keine Szenen, sondern wir nennen es Dönekes mit Fritz. Also Fritz erzählt uns Geschichten zum Gegner. Und wir müssen entscheiden, ob die Geschichte wahr ist oder ob sie gelogen ist. Ich kenne sie auch nicht. Okay. Also, wenn du glaubst, dass was Fritz sagt wahr ist, gelbe Karte, ansonsten schwarze. Ich sage wie zuvor auch immer 3, 2, 1 und dann wahr und unwahr. Okay. Genau. Wahr und unwahr. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Hoffenheim war schon einmal vor 40 Jahren unserer Gegner, als wir in der ersten Runde des DFB-Pokals im August 78 dort spielten. Wir gewannen 6:1, Manni Burgsmüller erzielte 4 Treffer. 3:2:1. Ja, die Geschichte ist leider nicht wahr. Manni Burgsmüller hat viele Tore für uns erzielt, aber nicht gegen Hoffenheim. Schade. Ich führe. Entschuldigung. Ja, am 21. September 2008 spielten wir in der Bundesliga bei der TSG und verloren 1:4. Das Spiel fand übrigens in der Karl-Benz-Arena in Mannheim statt. 2008, das könnte gut sein, weil die ein neues Stadion gebaut haben in Sinsheim. Ich weiß es auch nicht. 3:2:1. Ja, so war es tatsächlich. Das Spiel fand in Mannheim statt, weil das heutige Stadion der TSG noch gar nicht erbaut war. Der lügt gut, ne? Ja, der lügt gut. Hoffenheim hat natürlich wie andere Bundesligisten auch ein Maskottchen. Dort ist es aber so gewesen, dass ein ehemaliger Spieler, der auch dann bei uns mal gespielt hat, der Namensgeber war. Jonas Hoffi Hoffmann. Also ich glaube schon, ich weiß also ich glaube, dass das mit Hoffi kann stimmen, aber ich glaube nicht, dass Hoffi der Namensgeber ist. Das glaube ich nicht. 3,
2, 1. Ja, der Jonas, der heute in Mönchengladbach spielt, ist ein toller Typ, aber er war nicht Namensgeber für das Maskottchen in Hoffenheim. Das hätte aber sein können. Du möchtest mir sicherlich gratulieren, ne? Voller Überzeugung, Christian. Ja, und wir haben was Neues. Letztes Jahr haben wir Bilder gemacht und diesmal bringen meine Gäste immer etwas Persönliches mit. Und Christian hat da sehr Schönes mitgebracht. Das können wir natürlich noch kurz unterzeichnen. Die neuesten Strümpfe, nur 12-mal getragen von Okay. Hammer. Wunderbar. Die könnt ihr ersteigern auf unserer Internetseite unter Auktion. Ganz tolle Strümpfe von Christian Pulisic. Ja, wir drücken die Daumen natürlich für morgen, dass ihr gewinnt in Hoffenheim. Alles Gute. Ein gut aufgelegter Christian Pulisic wird dafür sorgen, dass Hoffenheim keine Chance haben wird. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Bleib gesund. Vielen Dank, Christian Pulisic. Und Nobby. Tschüss.